Hey ho, meine Lieben, heute gibt's wieder was von der Feuerplatte und ein Pyron. Tja, was gibt es? Es gibt neuseeländische Lammfilets. Die haben wir gestern Abend schon eingelegt und sind sie ganz klein in der Kühlung gestanden. Wie wir die eingelegt haben, kommt jetzt im Anschluss. Und dann sehen wir uns wieder an der Feuerplatte. Ach ja, die Witze mit diesem Hut hier, die sind alt, die braucht ihr nicht mehr machen. Gut, bis gleich. Hier haben wir schon unsere gesamten Zutaten. Rosmarin, frisch aus dem Garten, Gewächshaus. Dann ein bisschen an Knoblauch, ein paar Zwiebeln. Knoblauchzwiebeln werden noch klein gehackt. Ja, und da haben wir unser neuseeländisches Lammfilet, was ich wieder vom My Steak Shop habe. Und das Einzige, was wir hier noch machen müssen, ist hier maximal diese Silberhaut etwas entfernen. Und ja, das probiere ich jetzt mal, ob ich das kann. Aber da bin ich... Naja... nicht unbedingt der Beste da drin, in so Silberhaut entfernen und so, aber irgendwie kriegt man das ja meistens doch noch hin. Schneiden wir hier jetzt einfach runter. Ja, und das mache ich mit allen Stücken und dann können wir sie auch schon in unserer Schale mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer einlegen. Und dazu hole ich euch dann wieder hinzu. So, Freunde, mein Schatz hat hier das jetzt... Hey, Chunky? Ja? Wieso nehmen wir nicht das Lammtamtam? Das Lammtamtam? Das könnten wir heute tatsächlich mal ausprobieren. Das passt auch so schön zu meinen Handschuhen. Gut, dann brauchen wir... Johnny, ein anderes Mal. Ganz genau. Gut. Ist sogar noch original verpackt. Mache ich mal schnell auf. Ja, offen wär's. Und dann können wir unser Lammfleisch mal schön damit einwappen. Unser Lammfilet. Und ich bin ja wirklich gespannt, wie das ganz am Schluss schmeckt alles. Also eigentlich bin ich ja nicht unbedingt der Lammfreund und scharf und so. Naja. Aber ich werde mich dieses Mal tatsächlich überwinden und probieren. Und wenn es mir schmeckt, werde ich natürlich mitessen. Ansonsten darf mein Schatz das alles alleine essen. Aber ich denke, das wird doch eine recht leckere Angelegenheit werden. Also Patricia ist kein Lamm. Patricia ist kein Lamm? Nein. Gut, dann bleibt uns mehr. Ich hoffe, dass es mir schmeckt. Gut, dann haben wir das soweit gewürzt. Dann tun wir das hier in unsere Zwiebel, Knoblauch, Olivenöl Mischung rein. Rosmarin nicht vergessen. Ja, der wird nachher noch mit reingelegt. Und da tun wir es natürlich auch einmal ordentlich durchkneten. Da legen wir jetzt noch die kompletten Rosmarinzweige mit rein. Und so darf das jetzt noch bis morgen Mittag, früher Nachmittag im Kühlschrank sich ausruhen, entspannen und ja, Geschmack ziehen. Leute, wir sehen uns dann morgen draußen oder im Video gleich. Ja, dann sprühen wir noch ein bisschen Öl drauf. Da können wir unsere Lammfilets auch schon drauf tun. So, den Rosmarin schmeißen wir gleich rein, den brauchen wir nicht mehr. Na, komm raus, du Feigling. Fast wäre es ganz am Boden liegen, aber nur fast.
Ich denke mal, die Lampen links werden ruckzuck durch sein. Ja gut, die Zwiebeln bräuchte man jetzt nicht unbedingt mit drauf tun. Oh, riechen tut es mal hervorragend. Und wie ich gesagt habe, ruckzuck sind die fertig. Hoppala, das waren ja zwei da hinten. Die Platte ist auch brüllend heiß. Mein Schatz, wie weit ist dein Zubehör am Essen? Fertig, dann kann man das auch gleich rausbringen, weil die Lampe, die ist, wird auch gleich fertig. In wenigen Augenblicken. Außen lassen wir sie jetzt noch ein bisschen nachziehen. Ja, ich glaube, das war eine blöde Idee, die Zwiebeln damit drauf zu hauen. Ja, das war eine blöde Idee, definitiv. Leute, ich schnapp mir jetzt ein etwas dickeres, das darf mein Schatz schnell anschneiden und danach entscheide ich, ob sie fertig sind. Gut. Leicht innen blutig sind sie noch. Schatz sagt, Lamm mag sie nicht so blutig, also lassen wir sie dort garen. Wundert mich jetzt eigentlich. Okay, gut. So, vorher gerade noch ein bisschen Holz nachgelegt und ja, jetzt machen wir mal den nächsten Testschnitt. Fertig! 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 Tja Leute, und dann sehen wir uns auch schon am Tisch wieder zum Probiererle. Lecker Bratkartoffeln und Möhrensalat, Gurkensalat, ja, mit dem Lammfilet und ja, jetzt probiere ich. Lammfilet. Man kann es essen. Wie gesagt, ich bin nicht unbedingt der Lammfan. Vom Gewürz her, ja, es hat schon seine gewisse Schärfe, dieses Lamm-Tam-Tam. Eigentlich für mich persönlich fast schon zu scharf. Mein Schatz, was sagst du dazu? Ich finde es total lecker. Du findest es total lecker? Ja, weil ich mag Lamm. Ja? Da gibt es nichts dazu zum Sagen und nichts abzunehmen. Es schmeckt total lecker. Also, Geschmäcker sind verschieden. Ich habe ja im Vorfeld gesagt, ich bin nicht der Lamm- und Schaf-Fan. Also, es ist, Aussage vom Schatz, hervorragend. Aber jetzt noch die Bratkartoffel. Schatz, wärst du mal bereit, mit mir ein Bratkartoffelvideo zu machen? Also Bratkartoffeln, da muss man kein Video machen, das kann ja jeder. Nee, ich kann's nicht. Meine Kartoffeln werden nie was. Ja Leute, dann war's das da dann auch schon mit diesem Video. Fazit haben wir ja jetzt schon gehabt. Alles weitere wird unten verlinkt, wo das Lamm herkam. Und ansonsten
Daumen nach oben würde mich freuen, die Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.